Am 15. August 2021 begann ein Albtraum, der bis heute noch nicht vorbei ist. Die Taliban ergriffen in Afghanistan die Macht und haben seitdem schon viele Freunde umgebracht. Sie riefen bei mir an und forderten mein Leben, doch ich war nicht bereit, es ihnen einfach so zu geben. Wir packten ein paar Sachen, meine Frau und unseren Sohn. Dann sind wir über Nacht vor den Taliban geflohen. Wir flohen in Iran und suchten dort ein Versteck. Als meine Lieben sicher waren, machte ich mich auf den Weg. Die Flucht ging weiter auf geheimen Wegen. Die Reise war gefährlich, mancher ließ dabei sein Leben. Im August 22 bin ich in Deutschland angekommen und hab sofort Kontakt zu meinen Lieben aufgenommen. Sie bangen im Iran und warten auf einen Termin, um einen Antrag zu stellen, um sicher herzuziehen. Liebe Mitarbeiterinnen vom Auswärtigen Amt, ihr könnt die beiden retten, es liegt in eurer Hand. Ein Kind auf der Flucht mit gerade mal 3 Jahren, was würd ich darum geben, ihm das Trauma zu ersparen? Frau Annalena Baerbock, wir warten schon so lange. Ihr zügiges Handeln macht uns Angst und Bange. Rund 14.000 Menschen wurde Zuflucht versprochen, doch leider wurde das bisher zu oft gebrochen. Die Menschen in Afghanistan, die andere unterstützten, haben berechtigte Angst vor Tali-Heckenschützen. Liebe Mitarbeiterinnen vom Auswärtigen Amt, ihr könnt die beiden retten, es liegt in eurer Hand. Was können wir noch machen, damit die Gefahr gebannt? Bitte gebt ein Zeichen, die Zeit rennt verdammt. Liebe Mitarbeiterinnen vom Auswärtigen Amt, ihr könnt die beiden retten, es liegt in eurer Hand. Liebe Mitarbeiterinnen vom Auswärtigen Amt, ihr könnt so viele retten, es liegt in eurer Hand. Liebe Mitarbeiterinnen vom Auswärtigen Amt, ihr könnt so viele retten, es liegt in eurer Hand.